Zurück im Mausoleum geht das Abenteuer weiter bei Tales Arise Beyond the Dawn. Mal gucken, was jetzt hier so abgeht, ne? Ob da irgendwie uns irgendwie ein Viech erwartet. Wobei, was soll sonst hier sein? Bei welchen bösen Mächte uns hier offenbaren, uns sich hier offenbaren werden, ne? Können wir die HP auffüllen? Ich meine, warum nicht? Nochmal rein kann ich ja nicht, ne? Doch. Wir sind nochmal rein. Warum? Ja, eben, Tür ist versiegelt, gut. Und was ist jetzt hier? Could it be? Die bizarre Präsenz, die nach außen drang, stammt also nicht von dem Hellgang quill, sondern von diesem Sugel. Vorsicht! Der Sugel, ist eh nichts. Wir sehen einen riesigen Sugel im Mausoleum. Guck mal, wie riesig er wirklich ist. It's gigantic. I'd say we're about evenly matched. Das wird lustig. Grauenshüter. Grauenhaft sieht er aus. Ja gut. Ich weiß nicht, was wir früher machen können, war, wird sicher mehr KP bringen und FP bringen natürlich. Wobei FP und KP, um ehrlich zu sein. FP und Erfahrungspunkte besser gesagt. Also Vieh scheinen doch mittlerweile ein bisschen zu schwach für uns zu sein. Ja, definitiv. Alter, wir haben den Schaden eingewirkt. Es war knapp. Und runter mit dir! Na gut, noch nicht. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. La 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 la. Aua. Doch getroffen. Ein Arschviech. Wie sieht der eigentlich aus? Eigentlich sieht er cool aus. So. Der ist bald hinüber. Einmal runter, bitte! Wieso? Hallo, wo ist ein Kristall zerstören? Wieso geht das nicht? Junge, ist der hartnäckig. Also muss ich es machen, oder was? Astralblume. But the mausoleum remains a dangerous place. For now, let's report back on our progress and fill her in on the mausoleum status. Die haben wir schon geholt, jo. Nö, bist nicht der Einzige. Statt ihr Bericht. Wo waren die schon wieder? Am Adernsee, ja schön. Ah, hier oben sogar. Da gibt es ein bisschen Reis. Ein
bisschen Reis. Ja, aber. Es fehlen Materialien dafür, wa? Die Frage ist Materialien, ne? Ist, na. Ja, ich hab's letzte Folge gesagt, dass ich ein bisschen recherchieren muss und die Offscreens sammeln, aber ich meine, das sind einfach so Standardviecher, die überall ein bisschen herumschwirren. Doch nicht ganz, mir halt ein bisschen unsicher. Das mit dem hier testen. Und die Mühe finde ich, diese Weide, ausgepeitschte Weide oder Weide. Eins von denen. Ne, Mähne war es, genau. Gut, das ging jetzt gerade ein bisschen sehr schnell. Eisenstück ist nicht ganz dasselbe, was ich will. Riesiger Suche. Kurzer Blick kann nicht schaden, oder? Schon gut, du hast wohl recht. Kann mich ob Heverick 35 und Dyke Face Soul uns immer noch beobachten. Möglich, aber laut Dualim ist es nicht leicht nach ihm zu sehen. Elfen? Elfen, wenn die Helgenquill erwachen, was hast du vor? Tja, wenn das geschieht, möchten Helgenquill sagen, dass sie nicht gegen uns kämpfen müssen. Das kommt im nächsten DLC dann. Die Rache der Helgenquill oder so. I wonder what Heverick 35 would say if they could see our world now. Whatever their opinion, it would not change the fact that they. Kurze Info, dieser Heverick 35, war? Genau, Heverick 35. Das war ein Name von einem Helgenquill. Aber auch immer die Zahlen ihren Namen drin haben. Nur falls diejenigen, die das andere Let's Play nicht kennen und nicht so weit geguckt haben oder so. Ja. Wenn ich das da auch mal erwähnt habe. Gut, dann sind wir hier soweit auch durch. Dann, guck ich mal mit diesen Quests hier. Und dann machen wir doch. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock, gegen Dinge zu kämpfen zu müssen. Gegen Zephyr. Aber darum wird es garantiert in so einer Quest gehen. Dann noch mit Law in der Rolle. Oh. Ja, wir gucken mal. Ich kann es ja trotzdem mal versuchen, wa? No risk, no fun und so. Eine Waffe fertigen, da sieht sie noch ein bisschen doof aus mitunter. Blauer Schild. Bei ihm wirkt schon langsam besser, aber auch da hat er gerne andere Waren tatsächlich. Moment, bevor wir natürlich den Quatsch machen mit dem Kämpfen, wird erstmal unser Material hier weiter auffüllen, ne? Wir haben noch ein paar. Okay, machen wir das noch. Traubenchili. So. Ja, Geld haben wir genug, das ist das Problem. Solche Dinge, die wir brauchen für die Quests. Aber mal hier ein paar Waren kommen. Oh. Die ganze Dunkle Man war ein bisschen teuer, wa? Ein bisschen übertrieben gerade. Wobei, warte mal. Ja, Materialien, ne, die Waffen. Das sind nicht die, die wir aktuell ausgerüstet haben, ne?
Und so kommen wir noch ein paar Materialien. Gut, dann weil eigentlich hier Materialien. Wo eigentlich die welche kaufen wollte. Coole Rüstung sehen wir auch nicht, ne? Okay, dann von vorne, also hier gucken, ne? Hier haben wir ein paar von denen sehr viel. Dinge. That's everything. All right, time to deliver. You can never be too prepared. But did we have to spend? Ja, war es, mein Gott. Windgepeitschte Mähne ist noch ein Eiszapfensamen. So gibt's hier nicht, war Kacke. Heißt, das sind Materialien von den Viechern, die wir gar nicht besiegt haben, vielleicht? Wie sieht's denn hier aus? Habe ich jetzt hier vielleicht ein paar Materialien gekauft, die ich hier einsetzen könnte? Das Augapfel oder die Eisenpfeife als Waffe selbst noch. Könnte vielleicht noch kaufen oder so, könnte ja sein. Ja, waren wesentlich mehr Drachenschuppen. Okay, das wird gehen. Die hätten auch ein bisschen mehr Power. Dringende Verwüstung. Bestrafe Armschiene. Nochmal, Did we really just spend that much money? Ja. Hm, 3000 fehlen wieder, wa? Wovon haben wir ja sehr viel? Hier zum Beispiel. Ich glaube, mehr als 20 brauche ich von nix. Also kein Gegenstand, ansonsten brauche ich mehr als 20 Materialien von irgendeiner Sorte. Deswegen können wir hier ruhig mal ein paar Dinge hier verkaufen. Mag nur mag nach wenig aussehen tatsächlich, aber hey, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist, vor allem wenn man zusammenzählt. Das war jetzt eher unnötig tatsächlich, aber egal. So. Have you guys checked your equipment lately? Ja, ich sage gerade bei Law wird sicher sehr gut sein, dass ich das gemacht habe. Was? Hä, aber vorhin ging's noch. Naja. Auf alle Fälle wesentlich mehr Durchdringen drauf, das ist schon mal gut. Dann werde ich immer noch kurz pennen. Irgendwas Cooles dabei kochen. Hm.
Mehr von gelassenen Objekte L. Na komm. Schön, schön. Dann haben wir jetzt das Ding hier, also ganz kurz machen. Welches Gebiet war hier? Süßloden in Bragons Versteck. Dann zurück zu Lost Quest und hoffen, dass es kein Kampf gegen Zephyr ist. We finally made it. Hey. Wow. Nach Stich und Faden der Wiederaufbau. Und wieder ein bisschen Kohle. An embroidery class sounds like so much fun. So. Das gemacht. Eingepeitschte Weide, der Eissapfenzahn, wovon wir glaube ich von allem gar nichts haben oder so. Haben wir davon überhaupt irgendwas? Doch hier vier. Geladene Reißen von einem wildschweinartigen Zügel. Für die Berührung und verursacht. Ja, da müsste eigentlich Viecher hier in Syslodia sein, ne? Also die Eis-Wildschweine. Wo ist das Wild? Windgepeitschte Mähne. Ein Windastral, mit der sie Waffen aus. Okay. Ja, dann müssen wir von der Sorte sein. Theoretisch. Nein, wir neue Quests. Quests, neue Quests. Das alles nur, weil man gesagt hat, von wegen, ey, ich will das Let's Play schon nach 20 Folgen beenden. So, also wir sind soweit alle fit und munter. Ich speichere trotzdem mal manuell, logischerweise. I want to embroider an image of Hoodle. That'll be the cutest thing ever. This memorial is here for those who died under Renan rule. Yeah, like my dad. Speaking of Zephyr, what happened to that ring, Law? I don't see you wearing it. Oh, my dad's ring? I don't have it with me right now. What? Why not? It's a special memento, isn't it? Sure, but it's heavy. I'm tired of carrying it around all the time. You're saying a ring is too heavy for you? Or is that an excuse because you misplaced it? Of course not. It's around. Somewhere. Right. So where exactly is it then? Well, I guess... I knew it. I'll help you look for it. It's a special memento to remember your mom and dad by. You don't need to bother. It's okay. Stop trying to hide your feelings. I'm sure someone's seen it. Let's ask around. Das ist gar nicht begeistert, ne? You pick up on the strangest things. Always sticking your nose in others' business. I appreciate the thought, but... Did you say something, Law? No, nothing. Ach, die beiden. No. Yeah. Thanks. Tja, wo könnte Ring wohl sein, wa? Ernsthaft, es geht nicht? Och, Spiel, please. Noch nicht gesehen hat Leon nicht? Well, nö. Seriously?
Wie bedauerlich. Naja, kann schon passieren, ne? Okay. Und du sicher auch, Mann. Ne? Ja, jeder hat ja so ein Problemchen, ne? Elfen, der von allen als der große Held angesehen wird. Lore, der schon mit seinem Vater verglichen wird, seine Fußstapfen treten muss, will irgendwie natürlich auch, aber wenn es so einfach ist und so einen Vater wie Zephyr hast. So hat jeder seinen eigenen, sein eigenes Päckchen zu packen. Zu tragen natürlich. Well. Nach Peters dem Findusmann. Ja. Ich sag ja. Jeder von ihnen sagt, oh ja, der war so ein geiler Mann und so. Er hat uns angeholfen. When in doubt, it is best to return to your roots. Agreed. Let's return to the memorial and take some time to think. Zephyr's memento is too precious to just abandon. Ja gut, komm. Hab sogar überlegt, ob ich eine andere Quest noch annehmen soll, aber nee. Aber wer soll das? Also ich hoffe, wenn es ein Kampf gegen Zephyr jetzt folgt, dann bitte nicht mit Law allein, das wäre gerade ein bisschen heavy. Say, maybe we should pray at the memorial while we're out and about. That's random. Hearing everyone's stories made me remember a lot about Zephyr. He was respected by everyone, not just... Yeah. I could never measure up to my dad. Let's take a moment to say a prayer then. A moment of silence. Dad, what did you want me to do with that ring? Nathan the others gave it to me. But then, I'll never be a leader like you. I can barely even look after myself. Someday I want to be the kind of man who will make you and Mom proud, but I don't know when that day's gonna come. Do I even deserve to carry your prized possession? Shouldn't it belong to someone who can carry on your legacy as a leader? Dad, if you were alive, what would you tell me now? Dad? What in the world? Hey, what the hell is going on? Ich bin nicht Level 100, das ist schon etwas. Hä? Aber Schaden? Wow, das kann ein bisschen dauern, wenn wir hier durch sind. Mal gucken, was Lorang hat so alles drauf hat, ne? Aber irgendwie doch ein bisschen Schaden bei ihm gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Eigentlich mit Inspiration ein bisschen mehr Damage. Alter! Okay, der war jetzt übel. Junge, Junge, hab ganz vergessen, was für ein krasser Typ der war. Seen this! Shattering of pieces! Attack time!
do this all. I'm just getting started. Dust to dust. See that? Eat this. Talon Hurricane. Ist doch zum Boosten gedacht, aber irgendwie bis zum Gegenangriff oder so, bis ich rausgewichen bin. Ja, jetzt wieder weg. Lo, nein, falscher Zeitpunkt für sowas. Okay, muss ich nur dazu sagen, dass ich mit Law allein hier gekämpft habe, ne? Da mal so ganz kurz im Rand erwähnen, ne? Also. Oh. Oder warte mal. Und gerade mit der Inspiration. Ist anders als ich gerade denke. Je mehr ich kämpfe, desto einfach zum schneller boosten, war. Das ist einfach generell zum Boosten, wenn ich natürlich, jetzt sage ich mal, auf Null bin, also wenn bei mir gar nichts leuchtet und ich erst dann halt die Inspiration einsetze, das erhöht sich quasi auf nur eine gewisse, um eine Stufe, aber nicht auf die Stufe, die ich gerne hätte. Wenn ich gekonnt werde, aber jetzt einfach selbst Schaden nehme, ist das natürlich wieder weg. Okay. Sieh, du nervst ein bisschen. Dann ein paar Mal Dinge machen. Ernsthaft? Kannst du nicht auch. Nee, ich muss auch angreifen, ne? Also einfach mich quasi inspirieren lassen und damit ausweichen, das bringt nichts. Leute, das ist ein scheiß Zeitpunkt jetzt gerade. Nickerin zu machen oder so. Ich habe eigentlich relativ viel KP, also. Okay? Huh? Oh, sorry. I was spacing out. Ja, sehr tief sogar. Deep in prayer. No, I was awake. I daydreamed that my dad beat me up. Wishy-washy. I think it's time for me to come clean. Look, the truth is, I know exactly where the ring is. What? You mean you didn't misplace it? No. I crammed it in a drawer in Nath's room. Why would you do that to a memento of your dad? I did it because it's a memento of my dad. Everyone here misses him. They want another amazing leader just like him. But I'm not ready for that. All those expectations have turned into a burden. Oh. So is that what you meant when you said the ring's too heavy to carry around? Yeah. It was my dad's prized possession. Wearing it makes me feel like I'm taking on his whole legacy. I realize Nath is in a better position to take over Dad's legacy as a leader. I had no idea. I'm sorry, Law. I didn't know you were struggling like that. It's fine. I should have said something. Maybe I just wanted to push all my struggles onto someone else. That daydream of getting beat up by my dad woke me up. So what will you do with the ring? I'll go talk to Nath. I can't keep making other people deal with my issues. Würde ich aber auch sagen, das geht so nicht. Law, it's good that you were able to see your father again.
Even if it was just a dream. I guess. We got in a fist fight, but that's just like him. Or just like the two of... The two of us. Nath, are you free? It's about Dad's ring. Oh, that? You left it lying around in here, but I put it somewhere safe. Don't worry. Huh? I didn't just leave it lying around. It's fine. Just take it already. It's your ring, right? Right. I won't ever let go of it again. Is it still heavy? The ring, I mean. Kinda, but now I understand. I'm always the same me, whether I have the ring or not. There's no way now to know what Dad would have wanted. I just have... Yeah. The law I know would never bother to think too deeply about something. Hey, what's that supposed to mean? Looks like he's overcome his worries. What was he even worried about anyway? If he didn't stop being so indecisive, I thought Zephyr might come back from the dead to beat some sense into him. I wouldn't put it past Zephyr. Uh-oh. He'll hear us if we talk too loud. Anyway, don't get yourself too worked up. Besser wär's, du. He pretended not to notice, but I'm pretty sure Nath knew I was worried about something. That makes sense. He seems to know you really well. Yeah, though maybe he knows me too well. It can get kind of annoying that I can't hide anything from him. Not much I can do about that, though. After all, he's known me since I was a little kid. I haven't known you as long as he has, but it sure seems easy to understand what you're thinking. Oh, yeah? Then what am I thinking about right now? That you're hungry? Who do you think I am, Shion? No! Actually, I was thinking about how I need to take good care of this ring, for both my dad and my mom. Definitely. If you ended up losing it for real, we'd have a seriously hard time finding it. Not only that, but I'm sure Zephyr would be furious. Oh, he was. Huh? Nothing. You don't have to worry, though. I won't let go of it again. Yeah, I can tell. Zertrümmernde Essenz. Do you think you're ready to wear the ring now? I think so. It seems smaller than when my dad had it. Maybe you've just grown into it. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, können das schon beurteilen, wa? So, wir haben wieder ein paar FP gesammelt. Das schöne FP. Wir haben natürlich bald schon wieder mal ein bisschen zuweisen, natürlich. Jetzt ist bloß die Frage, kannst du nicht wirklich tragen oder ist das einfach? Ah, doch, geht. Aber natürlich nur er kann ihn tragen, ne? Macht irgendwie auch Sinn. Weil ich verdammt viel Durchdringung verliere. Junge, Junge. Resistenz minus 80%, da brauche ich viel Resistenz. Durchdringen wäre für ihn schon nicht so schlecht, tatsächlich. Ich kann es auch mal versuchen, ne? Und dann sehen wir, was dann passiert. So, den Waffen her wird es auch immer besser, tatsächlich. Ja. Wie sieht es denn allgemein mit den Quests so aus, ne? Wir haben da noch eine Quest mit Dohalim, also so eine persönliche. Zumindest eine von denen, ne? Die andere ist ja auch schon hier. Dann haben wir sonst nichts mehr. Skenatharos ist da noch. Syslodia ist noch eine, oder Sysloden, besser gesagt. Aber gerade wieso ich eigentlich die von Duhalim bereits jetzt sehe, die beiden. Und die anderen drei Damen wohlgemerkt, haben jeweils nur eine, die ich aktuell sehe. Da fehlt noch das Gefängnis. Ins Büro muss ich auch noch für eine weitere Sidequest, okay. Aber gut. Ich will vielleicht auch sagen, dass ich dann doch bis zur nächsten Folge mein Material noch sammeln, ne? Also gucke, dass ich noch die Winkelpeitsche Mähne finde und noch einen Eiszapfen habe. Und dann die noch abschließen können und dann je nachdem mal gucke, was sonst für Quests auftauchen. Wir sind schon auf dem Zielgeran natürlich, das schon. Wäre trotzdem jetzt noch interessant zu wissen. Ein paar Elfen und Lore haben jetzt gesehen, gegen wen wir im Einzelnen noch antreten müssen. Die Frage ist halt bei Shion und Duhalim, Kisawa und Rinwell werden dort jeweils noch vielleicht die anderen Lords? Aber irgendwie macht das zum Teil keinen Sinn. Wenn es sonst irgendwelche Einzelkämpfe, mein gut Kisawa, vielleicht gegen die Version von Duhalim damals ausgerastet ist, dazu erst irgendwie vielleicht gegen ihren Bruder, aber
Wir haben gegen den nie gekämpft. Das war jetzt bei C4 und Volvo natürlich ein bisschen was anderes. Bei Shione, gut, wenn es so Balse wäre, wäre es ein bisschen übel. Der Feuerlord. Ist auch lange her. Naja. Wir werden sehen in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich sage euch schon vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.